Worte an die THC-Fans von Rinker Doindam. Rinker, es war ein verrücktes Spiel. Ihr habt mit 8 Toren geführt. Habt ihr euch das so vorgestellt? Nein, ich denke, wir sind ganz gut im Spiel reingekommen. Ich denke, vielleicht haben wir der THC ein bisschen überrascht, aber die sind danach auch wieder sauber gut zurückgekommen. Und es war ein ganz knappes Spiel und ich freue mich schon auf nächste Woche. Viele THC-Fans waren traurig, dass du auf einmal nicht mehr da warst. Du musstest eine Handballpause einlegen. Jetzt bist du hier in Sola und hast toll durchgestartet. Wie geht's dir hier als einzige Ausländerin im Team? Ja, nein, mir geht's ganz gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, wieder zurückzukommen. Wie gesagt, ich war aber auch ganz traurig, dass es so gelaufen ist mit dem THC. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Aber es war für mich einfach gut, ein bisschen Abstand zu nehmen, ein bisschen Pause zu nehmen. Und ich freue mich jetzt wieder auf den Platz zu stehen. Ich freue mich mega, nächste Woche wieder im Bad Langensalza zu sein. In der norwegischen Liga, da fliegt ihr zu den Spielen. Ich habe gehört, du fliegst nicht so gerne. Nein. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Werden wir dich nächste Saison noch in Norwegen sehen? Nein, nächste Saison bin ich nicht mehr in Norwegen. Okay, kannst du schon mehr verraten oder willst du noch nicht? Nein, kann ich noch nicht. Du hast schon gesagt, freust du dich auf nächsten Sonntag? Mit welchen Gefühlen fährst du nach Bad Langensalza? Es ist natürlich mega dope. Das letzte Mal, dass ich da gespielt habe, der Stimmung in Bad Langensalza ist mega. Und das letzte Mal, dass ich da gespielt habe, habe ich ja vor THC gespielt. So, dann freuen die ja alle mich an oder unsere Mannschaft an. So, aber von daher ist es einfach mega, wieder da zu sein. Ich freue mich auf der Stimmung da. Und es wird ja wieder ein ganz knappes Spiel. Und ja, ich freue mich darauf.